Es war einmal tief unten im Ozean. Da bestaunte Ariel, die hübsche Meerjungfrau, das Wrack eines versunkenen Schiffes. Aufgeregt winkte sie ihren Freund Fabius, den kugelrunden Fisch, herbei. Fabius, jetzt mach schon! Da ist es. Ist es nicht wundervoll? Ja, sicher ist. Es ist toll. Aber lass uns wieder abhauen. Du wirst doch nicht kalte Flossen kriegen, oder? Im Inneren des Schiffes entdeckte Ariel einen silbernen Gegenstand. Hast du in deinem ganzen Leben jemals so etwas Wundervolles gesehen? Wow, cool! Ariel schwamm an die Wasseroberfläche zu ihrem Freund Skuttle, der alten Seemöwe. Was ist es? Ariel zeigte ihm die Gabel. Skuttle, der sich gerne als Kenner der Menschenwelt aufspielte, antwortete: Es ist ein Dingelhopper. Die Menschen benutzen diese kleinen Dinger, um sich die Haare zu striegeln. Den Dingelhopper brachte Ariel in ihre geheime Grotte zu ihrer Sammlung menschlicher Gegenstände. Ihr Vater, König Triton, durfte davon nichts wissen, denn er hatte jeden Kontakt mit den Menschen strengstens verboten. In dieser Nacht sah Ariel ungewöhnliche Lichter über dem Meer aufblitzen. Ein Feuerwerk erhellte ein imposantes Segelschiff, auf dem die Menschen den Geburtstag von Prinz Erik feierten. Vergessen war das väterliche Verbot. Ariel spähte über die Reling. Da tauchte Skuttle über ihr auf. Hallo, Prinzessin! Wie gefällt dir die Show? Skuttle, sei ruhig, sonst werden sie dich hören. Ich habe noch nie einen Menschen aus nächster Nähe gesehen. Oh, er sieht wirklich gut aus, nicht wahr? Sir Grimsby, der Ratgeber des Prinzen, präsentierte sein Geburtstagsgeschenk. Eine ziemlich große, ziemlich teure und ziemlich scheußliche Statue. Ich hatte zwar gehofft, es würde vielleicht ein Hochzeitsgeschenk werden. Hör auf, Grim, nicht schon wieder. Prinz Erik fiel ihm ins Wort, doch Sir Grimsby war nicht zu bremsen. Oh, Erik, das ganze Königreich will nur, dass du das richtige Mädchen heiratest und mit ihr glücklich wirst. Versonnen blickte Erik übers weite Meer. Irgendwann werde ich das auch. Ich weiß es. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Ariel hätte am liebsten "Hier bin ich" gerufen. Das entzückte die böse Meerhexe Ursula tief unten im Ozean. Sie beobachtete Ariel mit ihrem magischen Spiegel. Nein, 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 das zieht einem glatt die Flossen aus. Das ist zu einfach. Das Goldstück hat sich in einen Menschen verliebt und nicht in so einen Otto-Normalfritzen, in einen Prinzen. Da freut sich Väterchen bestimmt. Schon viele, viele Jahre sann Ursula auf Rache. Rache an König Triton, der sie in diese tiefe, finstere Höhle verbannt hatte. Doch seine verliebte Tochter Ariel konnte der Meerhexe bestimmt nützlich sein. Vielleicht ist sie sogar der Schlüssel zu Tritons Untergang. Über dem Meer zog plötzlich ein schweres Gewitter auf. Turmhohe Wellen schleuderten das Schiff wie eine Nussschale hin und her. Mutig übernahm Prinz Erik das Steuerrad und kämpfte mit der Urgewalt. Da zerbrach der Mast, sauste auf Erik nieder und schleuderte ihn in die tosenden Fluten. Erik! Bewusstlos versank Erik im dunklen, tiefen Wasser. Ariel tauchte sofort hinter ihm her, doch sie konnte ihn nirgends entdecken. Das Herz wollte ihr vor Kummer zerspringen. Endlich fand sie seinen sinkenden Körper, schlang schnell ihre zarten Arme um ihn und brachte ihn zurück zur Wasseroberfläche. Ein neuer Tag brach an. Mit letzter Kraft zog Ariel den leblosen Prinzen ans Ufer. Ist er tot? Die Krabbe Sebastian, Hofkapellmeister von König Triton, zuckte ungeduldig mit den Scheren. Er erinnerte Ariel daran, dass Meerjungfrauen keinen Kontakt mit Menschen haben durften. Doch sie hielt ihren Prinzen zärtlich im Arm. Er atmet! Erleichtert sang sie ein Liebeslied, das ihre Sehnsucht ausdrückte, auf ewig mit Erik verbunden zu sein. Einen Moment später war Ariel wieder im Wasser und Sir Grimsby kniete an Eriks Seite. Du kannst es wohl nicht lassen, mir auf meine alten Tage einen Schrecken einzujagen. Ein Mädchen! Sie hat mich gerettet! Sie hat gesungen!
Und ihre Stimme, die war so unbeschreiblich schön. Ah, Erik, ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Meerwasser geschluckt. Komm jetzt, mein Junge. Im Korallenpalast schwamm Ariel auf einer Woge der Glückseligkeit. Sebastian? Ich weiß, du versuchst, etwas vor mir zu verheimlichen. Unter Tritons bohrendem Blick verplapperte sich die Krabbe. Ich wollte sie aufhalten, Hoheit, aber sie wollte nicht hören. Ich habe sie oft vor den Menschen gewarnt. Sie sind böse, bedeuten nur Menschen? Ärger. Sie sind... Wie kommst du auf Menschen? Triton fand Ariel in ihrem Versteck. Sie starrte auf Eriks Statue, die Fabius nach dem Sturm entdeckt hatte. Ich muss dich endlich zur Vernunft bringen. Ich liebe ihn. Mir folgt es ja streng verboten, Kontakt zu der Menschenwelt aufzunehmen. Sie sind feige, grausame, mit Harpunen schießende Fischfresser. Und da du mir keine andere Wahl lässt, so sei es. Triton erhob seinen Dreizack und zerstörte Ariels Schatz. Dann stürmte er davon. Ariel blieb weinend zurück. Ariels Kummer erfreute die Meerhexe. Sie schickte ihre beiden unheimlichen Aale. Wir arbeiten für jemanden, der dir helfen kann. Und bei dem all deine Träume Wirklichkeit werden. Ariel folgte den Aalen in Ursulas Höhle. Die Meerhexe ließ Ariel glauben, sie habe sich geändert und wolle ihr von Herzen helfen. Du kriegst von mir einen Zaubertrank, der dich für 3 Tage in einen Menschen verwandelt. Wenn er dich geküsst hat, bevor die Sonne am 3. Tag untergegangen ist, bleibst du ein Mensch. Für immer. Aber wenn nicht, verwandelst du dich zurück in eine Meerjungfrau und du gehörst dann mir. Ariel gab sich einen Ruck und nickte. Die Meerhexe grinste hinterhältig. Oh, da wäre noch eine klitzekleine Kleinigkeit. Wir haben noch nicht über die Bezahlung gesprochen. Was ich von dir will, ist deine Stimme. Sebastian und Fabius, sie waren Ariel heimlich gefolgt, versuchten sie zurückzuhalten. Doch die Meerjungfrau war bereit, jeden Preis zu zahlen. Sofort nutzte die Meerhexe ihre Zauberkraft. Sie sperrte Ariels wunderschöne Stimme in eine Muschel und verwandelte die Meerjungfrau in einen Menschen. Mit ihren neuen Beinen konnte Ariel nur mühsam schwimmen, doch ihre Freunde halfen ihr ans Ufer. Dort wurde sie von Prinz Erik und seinem Hund entdeckt. Ich weiß. Tut mir leid. Hoffentlich hat dich dieser Wirbelwind hier nicht zu sehr erschreckt. Nachdenklich schaute er in Ariels strahlendes Gesicht. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Kennen wir uns? Ariel wollte ihm antworten, doch kein Ton kam über ihre Lippen. Der Prinz war enttäuscht. Du kannst nicht sprechen? Oh, dann bist du nicht die, die ich meine. Mit den Händen erklärte Ariel, dass sie ihn gerettet hatte. Doch Erik dachte, sie habe Schiffbruch erlitten. Keine Sorge, ich werde dir helfen. Ritterlich führte er sie in sein Schloss und übergab sie einer Zofe. Dann traf er Grimsby. Oh, Erik, sei doch vernünftig. Nette junge Damen schwimmen nicht mitten im Ozean herum und retten Menschen, um einfach wieder zu verschwinden wie ein... Aber ich sage dir, Grimsby war da. Ich werde dieses Mädchen finden. Am nächsten Tag lud der Prinz Ariel zu einer romantischen Bootsfahrt ein. Skatul und die anderen Freunde beobachteten sie nervös. Es passiert nichts, gar nichts. Nur noch ein Tag und er hat noch nicht mal die Lippen gespitzt. Wenn man etwas gut machen will, muss man es eben selber machen. Die Krabbe Sebastian veranstaltete ein liebliches Konzert. Zarte Stimmen flüsterten, küss sie doch. Ja, du willst sie. Die Musik wirkte. Sanft beugte sich Erik vor, um Ariel zu küssen. Küss sie doch. Doch bevor sich ihre Lippen trafen, brachten Ursulas gemeine Helfer das Boot zum Kentern. In ihrem magischen Spiegel hatte Ursula alles mit angesehen. Gut gemacht, Jungs. Das war ganz schön knapp. Ach, wenn das so weitergeht, dann küsst ihr sie noch vor Sonnenuntergang. Sie schnappte sich die Muschel mit Ariels Stimme. Tritons Tochter wird mir gehören. Er wird sich winden wie ein Wurm am Angelhaken. Hm.
Am nächsten Morgen flatterte Skattel in Ariels Schlafzimmer, um ihr zu gratulieren. Der Prinz hatte seine Hochzeit verkündet. Überglücklich rannte Ariel die Treppe hinunter. Sie stockte. Erik stellte Grimsby eine unbekannte, dunkelhaarige Frau vor. Wir wollen so schnell wie möglich heiraten. Der Prinz wirkte hypnotisiert. Noch heute, Grimsby. Das Hochzeitsschiff legt bei Sonnenuntergang ab. Ariel taumelte. Ihre Welt brach zusammen und weinend floh sie aus dem Palast. Sebastian fand Ariel, als sie dem auslaufenden Hochzeitsschiff traurig nachblickte. Plötzlich kam Skattel angerauscht. Dann habe ich die Hexe im Spiegel gesehen und sie hat mit einer geklauten Stimme gesungen. Hörst du, was ich dir sagen will? Der Prinz heiratet die böse Seehexe, die sich verkleidet hat. Die Hochzeit musste unbedingt verhindert werden. Fabius, bring sie zum Schiff, so schnell dich deine Flossen tragen. Sebastian platschte ins Wasser. Ich muss sofort zu König Triton. Nass erreichte Ariel das Schiff. Die Sonne ging gerade unter. Die Trauung war beinahe vollzogen. Doch bevor die Braut ihr Ja-Wort geben konnte, griff Skattel mit einer Schar Freunde die Meerhexe an. Die Muschel löste sich von Ursulas Hals und zersprang. Ariels Stimme floss zu ihr zurück. Und Erik erkannte endlich die Wahrheit. Ariel? Glücklich fielen sie sich in die Arme. Du bist die, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Oh, Erik, ich wollte es dir sagen. Aber Ursula triumphierte. Zu spät! Die Sonne war schon untergegangen. Ariel verwandelte sich wieder in eine Meerjungfrau und Ursula tauchte mit ihr ins Meer hinein. Armes Prinzesschen, auf dich habe ich's gar nicht abgesehen. Da stellte sich König Triton der Meerhexe in den Weg. Ursula frohlockte. Unter Umständen wäre ich bereit, sie gegen einen besseren umzutauschen. Triton gab seine Freiheit für die seiner Tochter und die Meerhexe verwandelte ihn in eine armselige Wasserpflanze. Oh, Euer Majestät! Jetzt war Ursula Königin des Meeres. Plötzlich erschien Prinz Erik. Der Pfeil seiner Harpune verletzte die Meerhexe am Arm. Na warte, du! Zornig richtete sie Tritons Dreizack auf den Taucher. Sag deinem Schatz adieu! Verzweifelt warf sich Ariel auf sie. Der Dreizack fiel zu Boden. Das Liebespaar floh an die Oberfläche. In ihrem Zorn verwandelte sich Ursula in ein riesiges, furchterregendes Ungeheuer, das turmhoch aus dem Meer ragte. Das Meer und all seine Bewohner werden sich meiner Macht beugen! Die Hexe ließ ein versunkenes Schiff auftauchen, das Erik beinahe überrollte. Schnell ergriff er ein Tau und zog sich an Bord. Während Ursulas Blitze Ariel verfolgten, steuerte Erik das Boot und rammte der Hexe den scharfkantigen Bug direkt ins Herz. Ursula war besiegt. Als Erik bewusstlos am Ufer lag, starrte Ariel sehnsüchtig zu ihm hinüber. König Triton, der vom Bann der Hexe befreit war, murmelte: Sie liebt ihn wirklich sehr. Also nutzte er seinen Dreizack und verwandelte Ariel wieder in einen Menschen. Schon am nächsten Tag wurden Ariel und Erik endlich Mann und Frau. Gemeinsam feierten die Menschen und die Meeresbewohner das freudige Ereignis. Jetzt waren die beiden Welten verbunden durch eine Liebe, die so tief war wie der Ozean und so strahlend wie ein Sommertag.